For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine super hübsche, schwarze, brave Schlange, eine Lampropeltis nigritus oder nigrita. Da haben wir ja eine Folge drüber gemacht, über die Kettennattern, dass die jetzt in Deutschland bald verboten werden sollen wegen Invasive Species. Echt jammerschade. Also nicht, ja, einerseits jammerschade, andererseits auch selten blöd. Ne? Haben wir uns in der Folge ja drauf, glaube ich, geeinigt. Was eine Kettennatter in Deutschland mit Invasive zu tun hat, weiß kein Mensch. Die ist auf den Kanaren wohl invasive, aber die Kanaren haben ja mit Deutschland oder mit Festlandeuropa nichts zu tun. Also wirklich schade. Dieses Jahr dürfen sie noch abverkauft werden, aber man darf sie nicht mehr züchten. Man darf sie nur noch halten. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ich so ein hübsches Tier nicht mehr züchten darf, nur noch halten darf, trotzdem wunderschön. Also ich freue mich dran und werde bis auf den letzten Drücker oder bis im letzten Moment werde ich so Tiere weiterhin kaufen, besitzen, verkaufen, handeln, weil es echt einfach jammerschade ist. Und eben deswegen heute für euch als Intro-Tierchen mal ein schönes adultes Tier zum Zeigen. Fast genauso aktuell, beziehungsweise eher noch aktueller wie die Kettennatter-Gesetzgebung ist die Energiekrise im Moment. Ne? Energiekrise in aller Munde. Das Gas geht aus, der Strom geht aus, das Benzin geht aus, was weiß ich, was alles ausgeht, beziehungsweise vor allem halt teurer wird. Hat natürlich seine Berechtigung oder ist ja tatsächlich ein brandheißes Thema. Und darum von uns die Frage, kann ich mir das Hobby Terraristik überhaupt noch leisten? Ne? Es ist tatsächlich so, ich kriege einige E-Mails über Terrarientiere, wo die Leute abgeben wollen, E-Mails oder Anrufe oder was auch immer. Oder die Leute kommen vorbei und sagen, oh, es wird doch alles so teuer und der Strom wird so teuer. Und ich will mein, oder ich muss, nicht ich will, ich muss mein Terrarientier hergeben. Ohne da jemand zu nahe treten zu wollen. Meine Erfahrung der letzten 30 Jahre, es gibt immer Leute, die mit dem Hobby aufhören. Ne? Das ist ja eigentlich auch normal und das ist ja auch legitim. Man hat ein Hobby und irgendwann wird das Hobby, ist halt nicht mehr ganz so spannend, wie es am Anfang mal war. Und dann hat man das Terrarientier, das würde noch oder lebt noch 10, 20 Jahre weiter. Aber man kümmert sich nicht mehr so richtig drum und deswegen muss das Tier weg. Das gibt's und gab's schon immer. Ob wirklich die Energiekrise oder die Stromkosten dann wirklich der Grund sind, wage ich in Großteil der Fälle zu bezweifeln. Also die gleichen Leute, die jetzt sagen, der Strom wird so teuer, die wären auch ohne Strom wahrscheinlich da gestanden und hätten dann wahrscheinlich gesagt, naja, ich will in Urlaub oder meine Frau will nimmer oder weiß der Teufel was. Also irgendeinen Grund gibt es immer. Die Leute sagen selten, naja, das Hobby macht man immer so richtig Spaß, sondern sie finden irgendeinen anderen Grund. Und das Terrarientier muss weg. Ob es wirklich an den Stromkosten liegen kann, das wollen wir in der heutigen Sendung rausfinden. Da möchte ich euch zeigen, wie man das berechnet, wie viel Strom denn das Terrarium braucht, wie wir das berechnen können, was der Strom kostet. Am Schluss könnt ihr euch selber ausrechnen, was euer Terrarium denn wirklich an Geld im Monat verbraucht. Um den Verbrauch in meinem Terrarium herauszufinden, muss ich natürlich erstmal zusammensammeln, was ich da an Energieverbrauchern drin habe. Ich habe jetzt mal hier so die klassischen Beispiele für euch hier aufgebaut. Ne? Hier so ein Heatpanel. Da steht natürlich die Wattzahl immer irgendwo drauf. Das ist ganz einfach. Hier in dem Fall habe ich 25 Watt auf dem Panel. Dann muss ich mir diese 25 Watt merken. Auch noch relativ einfach sind irgendwelche Glühbirnen ohne Vorschaltgerät. Da steht auch die Wattzahl drauf. In dem Fall 100 auf der Verpackung bzw. auf den Birnen selber ist auch immer ein Stempel drauf mit der Wattzahl. Also müsst ihr auf der Birne schauen, wie viel Watt die hat.
Dann wird es schon gleich ein bisschen komplizierter. Hier die HID-Beleuchtung, was man ja mittlerweile viel bei Echsen und Schildkröten hat, was ja wirklich so mit das Beste an Beleuchtung ist, HID. Da habe ich zum einen meine Birne mit 150 Watt jetzt in dem Fall, aber ich habe auch das Vorschaltgerät. Und man muss wissen, dieser Energieverbraucher braucht nicht nur die 150 Watt von der Birne, sondern dieses Vorschaltgerät braucht ebenfalls Energie, natürlich keine 150 Watt. Das heißt, es ist für 150 Watt, aber es braucht circa 10 bis 15% der Energiequelle. Das heißt, wenn ich eine 150 Watt Birne dran habe, dann braucht mein Vorschaltgerät so knappe 20 Watt. Ne? Also dann muss ich diese 20 Watt dazu zählen zu den 150, dann habe ich zusammen 170 Watt. Ne? Die Birne mit 150 steht drauf, Vorschaltgerät, wie gesagt, da steht es nicht drauf, da muss ich schon wenigstens rechnen anfangen. So circa 13% der Birne, also sind wir bei rund 20 Watt in dem Fall. Hätte ich eine 100 Watt Birne, müsste ich 13 Watt dazu rechnen, dann seid ihr eigentlich relativ gut. Was es noch ein bisschen schwieriger macht, wenn ihr einen Thermostat benutzt. Das Gute am Thermostat, ihr spart ja Energie. Also wenn die Heizung am Tag, wenn die Temperatur erreicht ist, ihr wollt 30 Grad haben, es ist ein schön warmer Tag draußen und euer Heatpanel oder mit was immer ihr heizt, Heatpanel, Heizmatte, Heizkabel, Wärmestrahler, läuft über einen Thermostat, dann kann ich natürlich nicht, in dem Fall wären es jetzt 25 Watt rechnen den ganzen Tag, sondern ich muss ein bisschen abziehen. Das bisschen ist halt die Frage, wie viel muss ich abziehen, wie oft ist der an, wie oft ist der aus. Das ist tatsächlich einiges komplizierter, beziehungsweise ich kann es gar nicht genau. Also ich müsste ja wirklich genau den Tag über messen, wie oft ist der an, wie oft ist der aus, beziehungsweise es gibt sogar dimmende Thermostate mit voller Leistung, weniger Leistung. Also da wird es ganz schwierig. Ich an eurer Stelle würde es mal beobachten. Die Thermostate haben immer eine Kontrollleuchte, wenn der Thermostat an ist. Es ist eine Kontrollleuchte, die sagt, der Thermostat heizt im Moment. Das mal vielleicht beobachten. Tagsüber ist die Kontrollleuchte öfters mal aus. Nachts über ist die Leuchte öfters mal aus. Also nachts vielleicht noch eher wie am Tag, weil ich ja mit der Temperatur runtergehe. Gleich wegen beobachten, wie oft ist sie an, wie oft aus. Und anhand von dessen vielleicht 10, 20 oder im Idealfall 50% abziehen. Wenn ich sehe, dass die Kontrollleuchte die halbe Zeit aus ist, dann kann ich natürlich sogar 50% abziehen. Aber das ist dann wirklich schon etwas komplizierter. In dem Fall würde ich an eurer Stelle lieber weniger großzügig abziehen, vielleicht 10-20%. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann habt ihr oder könnt ihr ausrechnen, was ihr maximal an Strom braucht. Den Energieverbrauch vom Thermostat selber, den könnt ihr vernachlässigen. Der ist zumindest meines Wissens so gering, dass man in unserer Rechnung vernachlässigen können. Also er verbraucht auch eine gewisse Energie, aber in so kleinem Maße, dass wir es nicht mit dazu rechnen müssen. Das mal grob als Überblick über die Energieverbraucher, die ich habe. Und jetzt im nächsten Schritt rechnen wir aus, was das dann letztendlich oder wie das kostenmäßig zu Buche schlägt. Aus meinem Umfeld hier kam gerade noch der Vorschlag, es gibt ja Strommessgeräte. Das ist auch so eins, das macht man die Steckdose rein und da steckt man dann den Verbraucher rein und dann kann ich ablesen, wie viel Energie verbraucht wird für sowas zum Beispiel oder wenn ich den Thermostat dran habe. Beziehungsweise es gibt noch bessere Geräte, die messen das sogar über den ganzen Tag oder die zeigen das womöglich als Kosten an. Also in der aktuellen Krise, ich könnte mir vorstellen, demnächst wird es das vielleicht bei Aldi, Lidl, sonst wo geben. Das ist natürlich definitiv auch eine Möglichkeit, wie man es herausfinden kann. Wobei, oft ist ja auch so, vielleicht möchte ich mir ein Terrarium anschaffen, also habe ich das noch gar nicht. Dann, wenn ich die Utensilien noch nicht habe und es im Vorfeld ausrechnen will, dann kann ich natürlich auch nichts messen, wenn ich es gesagt, wenn ich die Stromverbraucher gar nicht da habe. Aber es ist definitiv eine Möglichkeit, wie man das auch ganz galant lösen kann und wahrscheinlich gar nicht allzu viel kostet, so ein Messgerät. Aber jetzt machen wir es auf die gute alte einfache Rechenart sozusagen.
möchte ich euch zwei Beispiele geben. Ein klassisches Beispiel, würde ich sagen, ist das hier. Ich habe ein Königspython-Terrarium, vielleicht so ein kleineres Aufzuchterrarium, 90 cm, ne, 90, 45, 45. Da nehmen wir in der Regel ein Heatpanel, ein bisschen größer wie das. Also so ein 55 Watt Heatpanel ist so die klassische Größe für das Terrarium, für das 90er Terrarium, ne, 55 Watt Panel. Dann habe ich eine Lampe mit 6 Watt und so kann ich mir das jetzt dann ausrechnen. Also ich habe meine Heizung mit 55 Watt, die läuft 24 Stunden. Da muss ich rechnen, 55 mal 24. Und ich habe die Lampe mit 6 Watt, die läuft, sagen wir mal, 10 Stunden. 10 oder 12, 10 haben wir leichter zum Rechnen. Also 10 mal die 6 Watt, dann habe ich 60 Wattstunden. Und für das Panel brauche ich jetzt einen Taschenrechner. Wir haben gesagt 55 mal 24, prompt verrechnet 55 mal 24, dann habe ich 1320 Wattstunden plus die 60 dazu habe ich 1380 Wattstunden. Und der Taschenrechner, der macht hier den Punkt schon, weil der Stromverbrauch wird ja in Kilowattstunden berechnet, nicht in Wattstunden, wir sind hier bei Watt. Kilo heißt ja 1000, also muss ich immer die 1000 rechnen. Sprich, ich bin bei 1,38 mit der Lampe zusammen. Ne? 1,38 Kilowattstunden Verbrauch pro Tag, was ich habe. Ne? Das Ganze rechnen wir hoch mal 30 auf den Monat und dann haben wir unseren Monatsverbrauch. Also 1380 mal 24 ist gleich 33 Kilowattstunden. Und ich habe bei uns gegoogelt, also ich hier in meiner Region, Stadtwerke Villingen-Schwenningen, die wollen im Moment 41 Cent pro Kilowattstunde, das ist der Preis inklusive Steuer, inklusive aller Abgaben, heute am 5.10.2022 gegoogelt. Also wer weiß, wenn die Folge rauskommt, ist vielleicht wieder ein bisschen teurer, aber jetzt im Moment haben wir 41 Cent. Also rechnen wir das Ganze mal 41. Das heißt, wir haben 13,57 Euro, was mich das Terrarium der Königspython im Monat kostet. 13,57 Euro, das ist das, was ihr für euer 90er Terrarium pro Monat bezahlen müsst. Das war Beispiel Königspython. Jetzt haben wir das Beispiel. Auch ein klassisches Beispiel, ich habe so ein Bardagamen-Terrarium, da habe ich eine 150 Watt Lampe drin. Wir haben vorher gesagt, das Vorschaltgerät braucht auch nochmal ungefähr 20 Watt, also sind wir bei 170 Watt. Ich würde sagen, 10 Stunden am Tag machen wir es an, dann sind es 170 mal 10 sind 1700, das ist ja schon mal leicht zu rechnen, ne? 1700. Am Tag mal, beziehungsweise ja, theoretisch könnte man noch, oft hat man vielleicht noch eine LED dazu, bei der, dass es besser ausgeleuchtet ist, vielleicht nur so eine 10 Watt LED-Lampe dazu, rechnen wir die spaßeshalber auch dazu. Also 10 Watt, 10 Stunden am Tag bin ich bei 100 und das Ganze mal 30. Dann sind es, also wir waren erst bei 100, also haben wir 1800 Wattstunden bzw. 1,8 am Tag mal 30 Tage im Schnitt, haben wir 54 Kilowattstunden, ne, da ist wieder die 1000 hinten dran, mal die 41 Cent. Sind 22,14 Euro. Also euer
Bartagamen-Terrarium mit HED-Beleuchtung und noch zusätzlich eine LED-Beleuchtung für die Helligkeit, also so wie es eigentlich perfekt sein müsste, habt ihr im Monat 22 Euro, was euch das im Monat Strom kostet, euer Terrarium. Ne? So lässt sich das relativ einfach ausrechnen. Wir tun die Formel mal noch einblenden. Da könnt ihr selber eure Werte einsetzen, die Wattzahl von den einzelnen Verbrauchern und könnt so selber ausrechnen. Wenn ihr gar nicht damit klarkommt, dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich hoffe, ihr kommt alle klar damit, beziehungsweise ihr könnt es, wenn ihr nicht klarkommt, vielleicht, wenn wir es hier unten bei YouTube miteinander diskutieren. Vielleicht können wir uns wenn gegenseitig helfen, nicht, dass ich am Tag 1-200 E-Mails habe und euch den ganzen Stromverbrauch ausrechnen muss. Dann komme ich mit meiner Zeit auch irgendwie wegen in die Bredouille, wenn wir uns da gegenseitig helfen können. Aber ich glaube, ich konnte es ganz gut erklären. So könnt ihr's, oder so kann es eigentlich jeder selber für sich ausrechnen. Und dann wisst ihr wirklich genau, was ihr für einen Stromverbrauch habt und könnt sagen, okay, die 22 Euro im Monat, das ist mir das Hobby wert, das ist mir mein tolles Bartagamen-Terrarium wert oder die, wo waren wir, 17 Euro für die Königspython, das mache ich, das ist mein Hobby, das finde ich toll, 17 Euro, damit kann ich leben, ein bisschen Futter noch dazu. So wisst ihr genau, über was ihr redet. Zum Schluss noch zwei Gedanken zu der ganzen Geschichte. Zum einen, wenn wir davon reden, die Energie, die wir verbraucht oder verloren haben. Der Witz ist ja, ganz verloren ist die Energie nicht mal. Also selbst wenn ich jetzt meine Wohnung oder wenn ich dieses Bartagamen-Terrarium zum Beispiel in meiner Wohnung habe und das mit 150 Watt oder 170 Watt das Terrarium heize, klar, ein Teil der Energie geht für das Licht drauf. Das ist tatsächlich so, dass das Licht, das die HID-Lampe macht, verbraucht Energie. Die Energie ist dann weg, aber die Wärme, die ich in dem Terrarium bekomme, die geht ja auch in den Wohnraum rein. Ne? Das heißt, mein Terrarium heizt meinen Wohnraum gleichzeitig noch mit auf und das, was ich da Energie reinstecke, muss ich dann in der Zentralheizung oder bei der anderen Heizquelle entsprechend weniger aufwenden. Ne? Das muss man tatsächlich aussehen, es spielt tatsächlich eine Rolle. Ne? Also so ein großes oder größeres Terrarium, das heizt den Raum schon ganz ordentlich und entsprechend kann ich die Heizung ein bisschen runterdrehen. Ne? Könnt ihr euren Eltern oder Partner oder Mitbewohner könnt ihr sagen, naja, meckert nicht, ich heize ja immerhin die Wohnung mit. Ne? Das als ein, finde ich auch noch interessanter Aspekt. Anderer Aspekt, wer jetzt sagt, ach, das ist mir aber trotzdem zu viel Stromverbrauch. Es gibt ja einige Terrarientiere, wie zum Beispiel hier dieser Litschi-Gecko, den ich hier habe. Die wollen es relativ kühl. Die hält man fast bei Zimmertemperatur, beziehungsweise man hat so eine örtliche Lampe, wo man 24, 25 Grad das Terrarium hochheizt. Aber ich sag mal, so ein großes Litschi-Terrarium, da habe ich vielleicht eine 50-Watt-Lampe laufen den ganzen Tag, um die Rechnung nochmal zu Ende zu machen. 50 Watt, 10 Stunden sind am Tag eine halbe Kilowattstunde. Vorher haben wir gesagt, Kilowattstunde kostet 41 Cent. Also bin ich dann bei so einem Litschi am Tag bei ca. 20 Cent, um das Terrarium zu heizen. Da bin ich dann nochmal einiges drunter. Also da kann ich alternativ auch so Terrarientiere nehmen oder wählen, die es kühler wollen, ne? Nur um euch eine Idee zu geben. So viel zum Stromverbrauch, zur Energiekrise. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen erklären. Formeln haben wir eingeblendet, wie gesagt, gerne auch hier unten drunter miteinander diskutieren, euch gegenseitig helfen oder Vorschläge machen oder vielleicht hat der ein oder andere noch eine Idee, wie man vielleicht auch noch ein wenig Energie einsparen kann. Bin ich gespannt auf eure Kommentare, freue ich mich drauf und ansonsten bleibt mir treu, checkt den Strom sozusagen.